Willkommen zu einem weiteren Teil digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. In diesem Kapitel geht es ganz allgemein darum, wie wir die Abtastrate erhöhen und zum Schluss, wie wir als Spezialfall dieser Abtastratenerhöhung dann eine Digital-Analog-Wandlung hinbekommen. Das passiert in diesem Kapitel. Zunächst schauen wir uns an, wie das mit dem Upsampling funktioniert, das heißt, wie man die Abtastrate erhöht. Dann gucken wir uns das an, was für die Praxis natürlich besonders wichtig ist, nämlich wie man eine Digital-Analog-Wandlung macht und werden sehen, dass es auch nur ein Spezialfall des Upsamplings ist. Danach gucken wir uns an, was Interpolation ist, wie das funktioniert, das heißt, wie ich die Zwischenwerte zwischen Samples berechnen kann. Das ist natürlich besonders wichtig, immer wenn ich die Abtastrate erhöhe. Und schließlich schauen wir uns noch an, wie Oversampling funktioniert für die DA-Wandlung und welche Vorteile das hier bringt. Sigma-Delta-Modulation gucken wir uns nicht an, das kommt erst in Zukunft. Schauen wir uns an, was in diesem Abschnitt passiert. Im letzten Kapitel haben wir uns angeschaut, wie wir ein Signal abtasten können, nachdem wir es vorher entsprechend Bandbreiten begrenzt haben. Und wie wir dann in einer digitalen Signalverarbeitung die Abtastrate reduzieren können. Diesmal interessiert uns mehr, wie wir die Abtastrate erhöhen können und wie wir mit diesem Signal dann in unseren DA-Wandler reingehen und daraus hoffentlich möglichst gut, möglichst ideal unser analoges Signal wieder zurückgewinnen. Hier brauchen wir nach dieser DA-Wandlung einen Filter, um quasi unser Signal glatt zu schleifen, um es zu rekonstruieren. Und in allen dreien von diesen Blöcken stecken Teile unseres Rekonstruktionsfilters drin. Ja, das gucken wir uns im Laufe des Kapitels an. Also auch wieder ähnlich wie im letzten Abschnitt werfen wir hier beide Mechanismen in einen Topf. Zum einen die Umwandlung eines zeitdiskreten, ein zeitkontinuierliches Signal im DAC. Das nennen wir Rekonstruktion und auch wie im letzten Kapitel können wir als Modell sagen, wir wollen hier das auf eine Abtastrate erhöhen, die quasi unendlich hoch ist im Analogen. Und wir gucken uns auch an, wie man die Abtastrate in einem digitalen Signalverarbeitungssystem erhöht. Das nennen wir Upsampling. Holen wir wieder unser altes Papiermodell aus der Schublade. Und das hier ist, wie man relativ leicht erkennen kann, ein abgetastetes, ein zeitdiskretes Signal. Das hier vor unser Basisband, das andere sind Wiederholspektren. Wenn ich jetzt jede zweite von diesen Linien ausbügle, und ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich schon wüsste, wie das geht, indem ich nämlich einfach die Abtastrate erhöhe. Ich weiß natürlich noch nicht genau, wie es geht in der digitalen Signalverarbeitung, aber mit dem Papier kann ich das schon mal. Ich bügele jetzt diese Falte glatt. Und dann sage ich, ah, okay, das ist jetzt mein neues erstes Blatt, dann muss das hier auch mein neues Basisband sein. Jetzt sehe ich, dass zu diesem Basisband was dazugekommen ist, nämlich das, was vorher dieses Wiederholspektrum war, ist jetzt ein Teil von unserem vordersten Blatt. Das heißt, das können wir sehen, das können wir manipulieren. Wenn ich das hier jetzt filtere oder manipuliere, dann ändert sich dieser entsprechende Teil des Wiederholspektrums auch. Das konnte ich vorher nicht, konnte vorher diesen Teil nicht unabhängig von diesem Teil beeinflussen. Und das, was jetzt neu dazugekommen ist, das, was vorher Wiederholspektrum war, das nenne ich jetzt Image. Das sind quasi Kopien meines Wiederholspektrums auf der niedrigeren Abtastfrequenz. Und die will ich normalerweise nicht haben, diese Kopien des alten Basisbands, weil ja, die machen mir halt irgendwelche komischen Artefakte bei höheren Frequenzen, die ich nicht gebrauchen kann. Das heißt, normalerweise stellt sich sowas dar als Verzerrung meines Signals. Und das ist nochmal ganz wichtig, der Unterschied zwischen Wiederholspektrum und Images. Die Wiederholspektren sind einfach eine mathematische Folge davon, dass ich ein zeitdiskretes, ein abgetastetes Signal habe. Weil wir wissen ja, wenn wir ein Signal mit FS abtasten, dann kann ich nur eine Bandbreite von FS damit eindeutig repräsentieren.
Gehe ich zu höheren Frequenzen, dann habe ich ein Spektrum, was identisch ist zu meinem Basisband. Das können Sie auf verschiedene Arten erklären, entweder indem Sie auf dem Einheitskreis immer im Kreis laufen, da kommen Sie immer an den gleichen Polen, Nullstellen vorbei, auch wenn Sie jetzt quasi immer höhere Frequenzen damit darstellen. Oder Sie können sie auch so erklären, dass Sie sagen, gut, wenn ich eine Frequenz habe, die sehr hoch ist und ich taste die ab, dann tritt Aliasing auf und dann faltet sich das alles ins Basisband runter. Das heißt, ich kann Basisband und höhere Frequenzen gar nicht trennen voneinander, ich kann die nicht einzeln verändern. Erhöhe ich jetzt die Abtastrate, dann kann ich jetzt mehr Frequenzen, einen größeren Frequenzbereich eindeutig darstellen. Und wenn ich das mit dem gleichen Signal mache, mit dem gleichen abgetasteten Signal, dann werden plötzlich die Teile, die vorher Wiederholspektren waren, werden jetzt Images. Und eigentlich will ich das nicht. Eigentlich soll dieser Teil des Spektrums jetzt leer sein, damit ich was auch immer damit anstellen kann. Das heißt, nach dem Erhöhen der Abtastrate muss ich im Allgemeinen noch mein Signal filtern. Und holen wir nochmal unser Papier aus der Schublade. Wenn ich mein Signal jetzt komplett bügle, das heißt, ich möchte jetzt aus dem zeitdiskreten Signal wieder ein zeitkontinuierliches Signal machen, ich möchte das gerne rekonstruieren, dann kann man das ja modellweise so betrachten, als ob ich jetzt neu abtaste mit einer unendlich hohen Abtastrate. Das heißt, alle Wiederholspektren werden jetzt plötzlich echt. Ich habe jede Menge Images. Und diese Images, die muss ich in einem sogenannten Rekonstruktionsfilter herausfiltern, sonst habe ich ja jede Menge zusätzliche Frequenzkomponenten bei hohen Frequenzen, die mich stören. Das war ein kurzer Einstieg in dieses Kapitel, in das Kapitel Upsampling und Rekonstruktion. Und diese verschiedenen Schritte, die gucken wir uns jetzt in Folge noch detaillierter an. Danke fürs Zuhören.